herzlich willkommen bei Lasertag. In den kommenden Minuten erkläre ich euch, was ihr für das Spiel alles beachten müsst und bitte euch um eure Aufmerksamkeit. Als erstes nehmt ihr euch eine Weste von der Halterung und zieht diese an wie eine Jacke oder einen Rucksack. Anschließend könnt ihr sie auf eure Größe einstellen, sodass sie gut sitzt. Wer eine Member Card besitzt, aktiviert diese unten links und achtet darauf, dass im Display sein Avatar erscheint. Die Phaser verfügen über einen Zweihandsensor und wenn ihr die Hand vorne loslasst, könnt ihr nicht mehr schießen. Ihr seid dann nur noch ein laufendes Ziel für die anderen. Behaltet also zu jeder Zeit beide Hände am Phaser und versucht die anderen Spieler zu treffen. Das klingt dann so. Bei jedem Treffer wird deine Weste kurz deaktiviert. Aber keine Angst, das sind nur wenige Sekunden, du hast unendlich viele Leben und bist gleich wieder dabei. Für jeden Treffer erhältst du natürlich Punkte. Die Gegner können überall dort getroffen werden, wo die Weste leuchtet. Das wären die Front, die Schultern, der Rücken und auch der Phaser. Kommen wir zu den Sicherheitsregeln, die während des Spiels gelten. Es ist nicht erlaubt, in der Arena zu rennen, denn Rennen erhöht die Unfallgefahr enorm für dich und andere. Außerdem bitte nirgendwo raufklettern, etwas durch die Gegend schieben oder sonst irgendetwas in der Arena verändern. Schubsen und Rempler sind verboten. Legt euch nicht auf den Boden oder setzt euch in Ecken. Spielt fair und habt Spaß. Es gibt keinen Grund, andere zu beleidigen oder zu beschimpfen. Die Phaser verfügen über einen Bewegungssensor, der Stöße realisiert. Dann werdet ihr gebannt und müsst warten, bis ihr wieder freigeschaltet werdet. Zusätzlich zur automatischen Abschaltung können auch Schiedsrichter Spieler aus dem Spiel entfernen, wenn diese sich nicht korrekt verhalten. Für Bonuspunkte könnt ihr die Basen im Spielfeld finden und zerstören. Trefft sie dafür mehrere Male, bis sie einen Explosionssound von sich geben. Noch mehr Punkte gibt es an den Targets. Wenn sie leuchten, können sie mit einem Schuss deaktiviert werden. Das war's und jetzt viel Spaß bei eurem Spiel und denkt daran, etwas langsamer und mit Abstand gibt es keine Verletzten.